Die Topothek sichert privates Kulturgut, das sonst verloren gehen würde. Sie sichert es aber nicht nur, sondern sie macht es auch zugänglich für gegenwärtige und künftige Generationen. Für das Niederösterreichische Landesarchiv ist die Topothek aus mehreren Gründen von hohem Interesse. Einer der Aspekte ist natürlich der, dass wir auf Ebene der Gemeinden und auf Ebene der Regionen eine, wenn man so haben will, bildliche Quellensicherung haben. Das heißt, es wird damit auf einmal sichtbar, dass ein großes Interesse daran besteht, was auch in den privaten Laden und Schachteln noch herumliegt, das nämlich oft vernachlässigt wird. Wir haben immer noch das Problem, dass vieles weggeworfen wird, weil es ganz einfach nicht relevant erscheint. Ich bin Topothekarin von Kreismauer seit 2012. Wir waren eine der ersten, die online gegangen sind, und seit dieser Zeit mache ich das mit großer Begeisterung und mit großer Freude. Die Topothek ist aber nicht nur eine virtuelle Plattform, denn die Topothek hat auch ziemliche gesellschaftliche Auswirkungen auf eine Gemeinde. Plötzlich beginnen sich Menschen für die Geschichte ihrer näheren Umgebung zu interessieren. Das heißt, mit der Topothek erfolgt auch eine ganz wichtige Sensibilisierung der Bevölkerung für ihre Geschichte, aber auch für den Wert der Dokumente, die sie in ihren Schuhschachteln oder Dachböden oder Fotoalben aufbewahren. Und das ist der berühmte Wagramer-Brottopf. Dieser ursprüngliche Gedanke war nur, mir selbst eine Übersicht zu verschaffen. Und dann hat eben eins das andere gegeben, im Sinne von, machen wir doch eine Weblösung und dann die ersten Schritte und Kontakte mit Gemeinden. Und so ging es dann hinaus, und auf einmal ist dann auch dieser soziale Prozess im Mittelpunkt gestanden. Was kann man in einer Gemeinde mit so einem Werkzeug tun? Ich sehe es als Fotoalbum des Ortes, wenn ich so sagen darf. Ich spreche einfach Leute oft auf der Straße an, da ich eine gebürtige Dresmaurerin bin und viele Leute kenne. Sage, haben Sie nicht auch alte Fotos? Ja, ja, aber das wird nichts Besonderes sein. Und dann sieht man plötzlich, ah, da gibt es jetzt plötzlich noch eine Aufnahme von dem Mauthaus an der Traisenbrücke zum Beispiel und so weiter. Die Topothek bietet die Möglichkeit eines Auftrittes, aber auch die Möglichkeit des Aktivierens einer Gruppe, die sich damit beschäftigt. Es ist ja nicht nur so, dass da jetzt einzelne Personen eine Topothek machen, sondern in der Regel, und das fördern wir auch, und daran sind wir eben interessiert, dass sich hier Teams bilden, dass sie Gruppen von Gleichgesinnten bilden, die also sagen, wir machen jetzt die Topothek eines Ortes, wir machen die Topothek einer Eisenbahnlinie, oder wir bilden eine Gruppe, die sich speziell mit der Geschichte eines bestimmten Wirtschaftszweiges in der Region beschäftigt. Man scannt das Bild ein, ladet es in die Topothek hoch, und in diesen Spalten trägt man dann die Wörter ein, die Schlagwörter, nach denen man suchen kann. Im Grunde müssen wir da den Dank einmal all diesen ersten Topothekarinnen und Topothekaren aussprechen, die eben ihre Sachen da drinnen mit gutem Vertrauen aufbewahrt haben. Der große Fortschritt des digitalen Zeitalters liegt darin, dass man Quellen beliebig miteinander verlinken und vernetzen kann. Das heißt, man schafft auch beliebig viele neue Abfragemöglichkeiten. Und je mehr Quellen man hat, umso größer wird der neue Erkenntnisgewinn. Weil das ist eine Seltenheit, dass man da wirklich alle Kinder, oder in dem Fall 1935 ehemalige Bürgermeister, schaut dort mal schon sehr streng. Diese Bilder erzählen Geschichten. Es ist nicht nur ein Klassenfoto, sondern oft ist eine Arbeitsszene abgebildet. Was haben die da gemacht? Warum wurde das gemacht? Wenn man es genau nimmt, trägt ja die Topothek sehr wesentlich dazu bei, um das Landesbewusstsein eben, indem man lokale Basis schafft, zu stärken. Wir kommen mit dem Verbinden der Topotheken
Damit meine ich, dass man nicht nur in einer einzelnen Topothek suchen kann, sondern auch in beliebigen Topotheken. Kommen wir über die reine Regionalgeschichte hinaus. Das Gesicht noch besser zu erkennen, gibt es auch diese Lupenfunktion. Durch die Unterstützung des Landes Niederösterreich und die wissenschaftliche Zusammenarbeit im Niederösterreichischen Landesarchiv gelingt es uns, die Initiative Topothek auf eine ganz neue Ebene zu heben. Wir bewerben die Topothek, wir versuchen in unseren Kursen, bei unseren Veranstaltungen weisen wir darauf hin. Es ist einmal der Stein ins Wasser geworfen und wir schauen, was rauskommt.